Die Regeln habt ihr verstanden. Wichtig ist halt, sich erst auf den Kopf zu hauen, im Bild zu sein und dann zu antworten, denn sonst sagt ihr ja quasi was vor. Das wollt ihr vielleicht gar nicht. Erste Frage. Können wir jetzt anfangen? Das hast du fein beobachtet in der Mitte. Kai, können wir anfangen? Ja. Ja, das ist richtig. Wissenschaft. Was verbraucht mehr Kalorien? Thomas Kai Ader, ein echter oder ein vorgetäuschter Orgasmus? Von wem bekommen die Kinder ein kleines Geschenk, wenn sie einen Milchzahn unter das Kopfkissen legen? Wer war zuerst? Ach, schon wieder der Thomas, ja. Die Zahnfee. Nee, von den Eltern. Das tut mir leid. Oh, das ist so schade. Ja. Wer war der erste Mann? Ja, Thomas. Adam. Adam, das ist richtig. Wer war die erste Frau, die den Mount Everest bestiegen hat? Wie nennt der Österreicher, nächste Frage, Erdäpfel? Tja, Ada? Kartoffeln. Bitte? Kartoffeln? Kartoffeln sagen wir. Der Österreicher sagt dazu Erdäpfel. Oh, Scheiße! Das war ein bisschen gemein, ich weiß, das hat Spaß gemacht. Und in der nächsten Frage geht es um 3 Punkte. Wissenschaft und unnützes Wissen. Wie viele Tiere hat Moses von jeder Art mit auf die Arche genommen? Thomas? 2. 2. Das ist leider falsch, denn es war Noah. Ja, das geht manchmal sehr schnell hier vorne. Zoologie. Kann ein Schwein einen Sonnenbrand bekommen? Ja oder nein? Ja. Du sagst ja. Und das ist richtig. Und wir haben einen Gewinner mit 10 Punkten. Das ist Kai vor Thomas. Und Ada ist an zweiter Stelle. Sensationell. Ich nehme euch die Hämmerchen ab. Herzlichen Glückwunsch an Kai. Nehmt die Hüte ab. Werft sie am besten hier schon mal hinein. Und wir kommen zur Preisverleihung. Thomas. Du warst ein toller Mitspieler, du bist der Dritte, stell dich auf dein Kreuz, eine Flasche Prosecco für dich. Und weil du ein toller Zweiter gewesen bist, Ada, du warst super, 2 Flaschen Prosecco für dich. Und als Gewinner, Kai, du warst so sensationell, für dich 3 Flaschen Prosecco, wenn ich die mal bitte bekommen könnte, das wäre großartig, denn du hast gewonnen, das ist sehr schön. Mein Vorschlag, teil sie einfach auf mit den beiden, nehmt euren Applaus entgegen, habt einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank euch, ihr wart sensationell!